Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein Kampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Baby, es ist vorbei. Weiter. Maurice. Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen! Töte mich doch! Und damit herzlich willkommen zu Watch Dogs, den neuen Franchise von Ubisoft, auf das viele, unter anderem auch ich,
viele, viele Monate gewartet haben und jetzt ist es endlich da. Und wie wir sehen, wir müssen ganz zu Anfang einfach mal den Mann erschießen. Und ich würde einfach mal sagen, ich glaube, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir können uns nicht bewegen. Machen wir das doch einfach mal. Oder kann ich ihm vielleicht einfach nur einen Fuß schießen? Vielleicht reicht es ja. Erinnerst du dich jetzt? Ey, du Arschloch, was soll denn das? Blöder Sack. Meine Fresse. Niemand legt sich mit Aiden Pierce an. Dem Superhacker von Chicago. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. So, Maurice scheint erstmal ausgenockt zu sein. Alles klar, wir sollen jetzt das Handy dort hacken. Und genau darum geht's in Watch Dogs. Wir hacken uns fröhlich durch das Chicago der nahen Zukunft. Und das verspricht wirklich sehr, sehr spaßig zu werden. Ach, den Getränkeautomaten kann ich auch hacken. Hacken wir direkt mal das Telefon oder erstmal... Ach, wisst ihr... Komm, wir hacken erstmal das Telefon. Okay. Unser Maurice hier hat also unsere Nichte getötet, das blöde Arschloch. Aber wer sind sein Auftraggeber? Das ist wohl das eigentliche Problem hier. Und ich würde einfach mal sagen, wir holen uns auf den Schock jetzt erstmal einen kleinen Energy Drink. So. Total geil. Total lustig. Das verspricht echt witzig. Kann ich den... Nee, ich kann mir leider keine Dose nehmen. Na gut. Das verspricht echt witzig zu werden. Dass man ja alles hacken kann, ist schon echt mal was Neues. Kenne ich so in der Form noch nicht. Medizin nehme ich mit. Medizin kann nie schaden, was auch immer das für Medizin ist. Chemische Komponente. Naja, wieso nicht, wa? Verstauen wir alles in unserem kleinen Mantel, würde ich sagen. Oder wir essen das, ich weiß es nicht. Hier können wir es hacken. Was ist das denn? Systemschlüssel. Herstellungskomponente für E-Mail-Hacks. Keine Ahnung, was uns das bringt. Hier ist da was Leckeres zu essen drin. Nee, $214. Wer stellt denn hier $214 ab? Ist ja auch nicht normal, möchte ich meinen. Haben wir hinten noch was im Kabuff? Nee, hinten ist nichts. Natürlich, jetzt am Anfang werden wir uns alles ganz genau angucken und dann werden wir mal sehen, wie wir dann weiterspielen. Aber jetzt am Anfang natürlich müssen wir wissen, wie das alles so funktioniert. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir als nächstes tun müssen. Oh. Irgendwas in... Yo, Maurice! Was ist hier los? Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah, ah. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Na, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey. Sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, pa, 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 pa. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse, pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Das ist ja mal... Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Das ist ja mal wirklich ein interessanter Asiat. Ein bisschen verrückt, möchte ich meinen. Aber gut, drücken Sie C, um in Deckung zu gehen. Zack, okay.
Ah, jetzt kann ich hier von Deckung zu Deckung kann ich jetzt hier mich nach vorne schleichen. Wir hätten uns natürlich da hinten nochmal umgucken können. Das machen wir auch mal kurz. Vielleicht gibt es hier hinten ja noch irgendwas Interessantes. Oh. Und hier ist noch eine Leiche. Ballwurfmaschine. Was kann ich... Wieso? Was soll ich mit der Ballwurfmaschine? Kann ich damit irgendwas machen? Wahrscheinlich. Aber wieso? Wieso soll ich da die Ballwurf... Ich mache das einfach mal. Einfach mal die Ballwurfmaschine aktivieren. Zack. Hä? Ist da was passiert? Hoa! Kommt ein Polizist. Alter Vater. Okay, wir müssen wohl... Hier ist mal in Deckung. Dann gehen wir da mal in Deckung. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal in Deckung. Und dann... Mein Problem. Da. Hier. Fuck. Er hat mich gesehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist hier oben noch jemand? Sieht nicht so aus. Huiuiui, ich möchte meinen, das war richtig knapp. Gut, da oben spielt weiterhin ein Baseballspiel. Können wir irgendwas hacken? Oh, kommt der jetzt hoch? Nee, ne? Eure Decke ist undicht, Freunde. Ist aber nicht so sinnvoll. Y, um den Profiler zu aktivieren. Was ist denn der Profiler? Y? Aha. Der Profiler zeigt die Datenflusslinien von Objekten. Okay. An der Polizei vorbeischleichen. Jetzt da oben ist eine... Ah, da oben ist eine Überwachungskamera. Die können wir jetzt hacken. Aha. Ach, hier oben ist offen. Da hinten ist noch eine Kamera. Dann hacken wir einfach mal die Kamera. Wie geil ist das denn bitte? Da können wir uns einfach mal von Kamera zu Kamera hacken. Da unten steht was Interessantes rum. Können wir nur mit der Kamera natürlich nicht mitnehmen, ist ja klar. Eine Kamera kann leider noch nicht wandern. Okay, da ist ein Bulle, ein Polizist. Folgen Sie der Datenflusslinie bis zu Ihrer Quelle. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da durch. Achso, nee, Moment. Die geht hier hoch, die geht da hoch. Die geht hier rum. Okay, dann kommt sie wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder lang. Gucken. Ah, dann hacken wir einfach mal die Kamera. So, jetzt müsste sie wieder zu sehen sein. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Ja, ja, hier ist alles ruhig. Einmal hier oben die Kamera nochmal. Lass uns das überprüfen. Ah, hier unten. Okay, ich komm hoch. Er kommt hoch. Wir brauchen dich da unten. Pass nee, auf, er bleibt unten. Überraschung erleben. Na gut. Okay. Wieso steht eigentlich Polizei rum? Ist überhaupt nichts los? Es ist nur ein Baseballspiel. Naja, wer weiß. So. Was in der zukünftigen USA so los ist. Jetzt habe ich gehackt. Jetzt kann ich die obere Etage erreichen. Escape, um zu beenden. Zack, da sind wir wieder im Pierce. Das ist ja mal cool. Und er macht das natürlich alles über sein Handy. Ist ja klar. Der Profi-Hacker. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Okay, wie bringen wir ihn denn dazu? Benutzen Sie einen Köder, um den Polizisten abzulenken. Drücken Sie in der Nähe von Herstellungskomponenten E, um sie aufzuheben. Elektronische Teile nehmen wir mit. So, mal eben hier mitgenommen, das Ding. Und jetzt halten Sie Tab, um das Waffenrad zu öffnen. Zack, jetzt hier mal einmal so drehen und dann machen wir E herstellen. So, haben wir hergestellt. Jetzt haben wir einen Köder zusammengebastelt. Und den Köder soll ich jetzt in das angezeigte Zielgebiet werfen. Mach ich einfach mal. Hep. Wieso reagiert... Achso, und jetzt muss ich ihn noch anloggen. Locken. Ach, da spielt jetzt schöne Musik. Gut, dann sprinten wir hier mal von Deckung zu Deckung am besten. Zack. Einmal hier hin, so. Und jetzt einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Hoppala. Die Frage ist nur, gab es hier unten noch was Interessantes? Auf keinen Fall. Das war doch eigentlich jetzt hier die Gegend... Da hinten. Verdammt. Wo guckt er denn hin? Können wir jetzt vielleicht hinter ihm langschleichen? Wir versuchen es einfach mal, weil da hinten, da war ja so ein... Gegenstand. Ah! Wupp! Bop, bop, bop. Der hat sich einfach mal umgedreht, der Arsch. Gut, da hinten den Gegenstand werden wir wohl nicht mehr bekommen, denn wir haben kein keine Ablenkungsgerätschaft mehr. Also müssen wir dann doch hier einfach durch. Hey Sie, Sir.
Ich? Nein, nicht ich. Ja, scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Hey, filmt ihr das auch alle? Das ist ja lustig. Ficker im Internet sehen. Gut, er will nicht mal seinen Ausweis zeigen. Ist ja auch cool. Gut, wir müssen da hinten hin, das machen wir einfach mal. Hey Mann, ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. So. Gibt's hier drin vielleicht noch was Interessantes? Sieht nicht so aus. Haftbefehl wegen Drogenhandels, ist doch mal auch gut. So, dann gehen wir mal hier rüber, so. Alles entspannt, alles gut. Mann, wie kommen wir denn bloß hier wieder raus? Kann ich das hier irgendwie öffnen? Nein. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay, das sind allerdings einige Polizisten. Gut, dann hacken wir da hinten einfach die kleine Kamera. Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Klar, haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Okay, das scheint der richtige Mann zu sein. 82.000 verdient er im Jahr. Oder im Monat. Ein Spielerbruch? Das wird reichen. Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. So. Wir haben schon mal gehackt, fröhlich. Hey, gib mir Barry. Schön. Und jetzt soll ich das Stadion hacken. Sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Okay, dann hacken wir doch einfach mal das Stadion. Wie mache ich das am besten? Da hinten 15 Meter in die Richtung. Die Spusi ist unterwegs. Warum muss das bei meiner Schicht passieren? Ach nee, Moment, das muss ich wahrscheinlich wieder mit der Kamera machen, ne? Ist klar. War jetzt doof. So, die Kamera, dann zu der Kamera und dann können wir hier hacken. Ach, und jetzt sind wir unten im Datenzentrum. Alter Schwede, ey. Stellt euch das mal vor, wenn das möglich wäre. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es teilweise für Profi-Hacker wahrscheinlich sogar möglich ist, aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach. So schnell kann man einfach sich nicht von System zu System hacken. Aber das ist schon cool. Soll für einen Stromausfall sorgen, indem ich Tab drücke und dann hier zur Herstellung Fähigkeit freischalten. Okay. E. Achso. Drücken Sie G, wenn der Blitz im Rad ausgerüstet ist. Na gut, dann drücken wir da einfach mal G. Das war jetzt nicht so. Achso. Ups, das war doch ganz schön effektiv. Wobei man halt sagen muss, wenn. Hier ist PH2. Von hier oben sieht alles ziemlich übel aus. Der Stromausfall hat ein paar Flutlichter zerstört. Vielleicht gibt's Verletzte. Die Menschen strömen aufs Spielfeld. Oh. Komm ich hier durch? Schnell. Oh, er kommt zurück. Verdammt Axt. Puh, das wird jetzt ja gar nicht so leicht. Okay, er da hinten bleibt anscheinend. Oh! Was ist mit euch los? Was macht ihr für Sounds da? Okay, das reicht. Aber die Funken, die waren ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Eigentlich werden keine Funken versprüht, wenn einfach mal kurz das System ausgeschaltet wird. Wobei, kann auch sein, dass es einfach eine Überspannung war und dadurch alles kaputt gegangen ist. Dann wiederum wäre das schon ganz richtig. Können wir jetzt reiten? Sag mir nicht, ich kann hier reiten. Auf keinen Fall. Nee, sieht nicht so aus. Ist leer. Hm. Gut. Dann gehen wir einfach mal raus hier, würde ich sagen. Wen müssen wir verprügeln? Achso, nee, wir müssen niemanden verprügeln. Alles klar. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab
eine Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Jordi hat sich verpisst. Maurice natürlich auch. Denn der Maurice ist ja sowieso ein Arschloch. Das haben wir ja schon gelernt. Würde ich einfach mal sagen, wir versuchen uns auch hier möglichst schnell zu verpinkeln. Oh, ist ja interessant hier. Bisschen dunkel. Aber ist ja klar, wir haben ja gerade den Strom ausgemacht. Macht irgendwie Sinn. Können wir irgendwas hacken? Nicht verfügbar. Verbindung durch Stromausfall unterbrochen. Okay, macht Sinn. Clark Malcolm. Malcolm Clark. Fan von historischem Reenactment. Alter 32, Bildhauer 49.000 Dollar. Das ist ganz cool. Und jetzt kann ich, hier kann ich irgendwas hacken. Dich kann ich hacken. Also dein Handy. Fahrererlaubnis abgelaufen. Schnellkoch. Verbindung. Scheiße, der Strom ist weg. Meine Glotze ist nur noch schwarz. Hier gibt's kein Fernsehen. Wem hat er denn hier geschrieben? Da wird jemand gefeuert, lol. Haha. Das ist ja schon witzig, ne? Da kann man einfach mal fröhlich hier den Menschen ein bisschen ihre Privatsphäre klauen. Quasi. Meine Fresse, ey. Sogar Gesichtserkennung haben wir halt hier im Handy. Ansonsten würden wir den ja nicht erkennen können. Beziehungsweise die ganzen Menschen. Mann, regen die sich auf. Kommt die Pille gegen... Alter, wir... Wir haben ja irgendwie alle Probleme, ne? So ein bisschen. Gut aufstrebende Künstlerin ist dann das größte Problem. Entkommen Sie aus dem Stadion. Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei. Alles klar. Dann versuchen wir es. Oh! Der Strom ist wieder da. Und ich fürchte, Sie wissen, dass ich das Arschloch bin. Klingt zumindest ein bisschen so. Gut, da hinten sollen wir hin. Da hinten scheint ein Auto zu stehen. Und ich muss sagen, Chicago ist ja echt mal eine schöne Stadt. Hier mal eben eine Pizza essen wäre auch was. Aber keine Zeit. Wir müssen immerhin jetzt hier kurz mal eben ein bisschen flüchten. Oh! Das ist ja mal ein ganz nettes Autochen, möchte ich meinen. So, ja, doch. Naja, ist vielleicht... Mitsubishi sieht ein bisschen aus zumindest wie ein Mitsubishi, also steigen wir mal eben ein. Wie ein Mitsubishi, naja, nicht ganz wie ein Evo, aber was soll's. So, wie beschleunigen, S-Bremse und S-Halten, Rückwärtsgang ist klar, Handbremse mit Leertaste umschalten, nach hinten umsehen, C, Kamera wechseln. Gut, ich denke mal, das kriegen wir hin. So, oh, das Ding geht richtig ab. Alter Vater, okay, ich würde einfach sagen, wir biegen hier direkt rechts ab. Also die offensichtlichen Straßen... Ah, Vorsicht, Madame. Ich möchte sie nur ungern... Oh, shit. Das war jetzt klar. Okay, die Ampeln hacken wir einfach mal. Ich weiß zwar nicht, inwieweit uns das was bringt. Ich hoffe es aber, dass es uns was bringt. Oh, Handbremse. Oh, es tut mir leid. Wir sind natürlich hier im Grunde genommen ein guter Mensch. Aiden Pierce ist im Grunde genommen ein guter Mensch. Eben nur ein Hacker. Behaupten ja viele Hacker von sich, dass sie eigentlich gut sind. Oh, das war mir ein bisschen knapp, möchte ich meinen. So, hier haben wir um die Ecke. Oh. Oh. Es tut mir so leid, ey. Oh, das war jetzt schade, ey. Tut mir leid, mein Freund. Ach so, ich verstehe, glaube ich. Gucken. Ah. Wir wurden ja gerade verfolgt. Und dann... wir sind fast raus aus dem Gebiet. Zack. So, das hätten wir geschafft. Wunderbar. Das hab ich nicht gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schutz. So, wir sollen unser Versteck erreichen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also richtig. Muss ich in seinen Kopf. Gut, dann gehen wir einfach mal. Gefühle fressen ihn auf. In Maurice Kopf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Na hoffentlich, Maurice, mein Freund. Ich zähle auf dich. Jederzeit möglich. Drücken Sie M, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie dann auf die linke Maustaste, um eine GPS-Markierung zu setzen. Ihr Missionsziel wird in der oberen linken Ecke der Karte angezeigt. Sie können per Schnellreise zu einem beliebigen Versteck, zwei Felder nach rechts, reisen. Okay, das probieren wir einfach mal. Ah, gut, wir haben natürlich noch keine zwei Pfeile, weil wir eben noch kein Versteck uns freigeschaltet haben. Wir haben noch kein Versteck aufgesucht. Huiuiui. Chicago ist recht groß, möchte ich meinen. Da bin ich ja gespannt, welche Abenteuer wir hier erleben. Ich würde einfach mal sagen, wir besuchen jetzt nochmal kurz hier unser Versteck und schauen uns einfach mal an.
ob unser Versteck denn schön ist. Und was ich gerade noch sagen... Oh, cool, sprengen. Ups. Ich fürchte, mein Auto ist ein bisschen kaputt. Das ist ja witzig, ey. Da sollten wir jetzt nicht durchfahren, denke ich mal. 26 Meter? Komm, wir steigen hier einfach mal aus. Das Auto ist ja eh Schrott. So, und was ich vorhin eigentlich sagen wollte mit der Ampel, da haben wir ja gesehen, uns ist ein Auto gefolgt und als dann das Q hat dann angefangen zu blinken und dann haben wir genau zum richtigen Zeitpunkt Q gedrückt und damit haben wir dann die Polizei vom Hals bekommen. Das ist schon wirklich, wirklich praktisch. So ein kleines Handy, womit man Ampeln hacken kann. Ist schon was Schönes. Bist du ein Polizist? Besucht häufig einen rassistischen Block. Alter, hast du mir gerade auf die Füße gespuckt? Wer bist du? War zweimal in den lokalen News zu sehen. Ja, was? Für was? Für wieso? Mit welchem Thema? Wahrscheinlich irgendwie Drogen? Ich sag das nicht wegen seiner Hauptfarbe, ist klar. Nur wir befinden uns hier irgendwie in so einer... Siehst du? Wie schön, ey. Willst du was? Hm. Testkäufer. 26.100. Der verdient mindestens das Doppelte an seinen kleinen Verkäufen. Er hat mir, denke ich mal, keinen Kaffee angeboten. Naja, gut. So, mal rein hier ins Versteck. Mal gucken, wie es aussieht hier bei Aiden. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Was befindet sich wohl hinter diesem Fragezeichen? Wahrscheinlich der Auftraggeber. Der Auftraggeber, der letztendlich verantwortlich ist für den Tod unserer Nichte. Eieiei. Man hat aber gut zwischen die Nadeln geschlagen. Das hätte sonst schmerzhaft werden können. So, wir sind in unserem Versteck angelangt. Wer ruft an? Hallo? Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Skillpunkte erhalten. Mit der mittleren Maustaste Fähigkeitenbaum öffnen. Machen wir doch direkt mal. Ui. Jetzt können wir hier, können wir noch was anderes? Ne, wir dürfen nur anscheinend nur das hier auswählen. Was ist denn das? Diese Fähigkeit. Moment, ich wollte eigentlich... Gut, müssen wir anscheinend. Den ersten Punkt müssen wir anscheinend hier in Tore und Garagen investieren. Und was bedeutet das eigentlich? Mal gucken. Tore und Garagen. Q halten, um Türen und Garagentore zu öffnen und zu schließen. Das klingt doch mal interessant. Verfügbare Skillpunkte 5. Ich habe noch weitere 5 Skillpunkte? Hui. Das ist... Ah, jetzt dürfen wir auch andere Dinge skillen. Das ist ja mal okay. Poller. Okay, damit können wir die Poller hochfahren, ist klar. Hiermit können wir Brücken öffnen und schließen. Auch cool. Hier können wir Hochbahn starten und stoppen. Auch sehr geil. Fügt ein extra Energiefeld hinzu. Was bringt mir das? Weiß ich jetzt nicht wirklich. Punkte kosten 3. Geldautomaten-Hackboost. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ach ja, hier oben gibt es noch andere Dinge. Hergestelltes. Ui. Uiuiui. Ui. Das ja mal ein bisschen... Okay, das dürfen wir noch nicht. Einen Kriminellen über das Verbrechererkennungssystem fangen, um die Fähigkeit schneller Wechsel im Fähigkeitenbaum freizuschalten. Okay. Hier können wir aber was machen. Verringert den Rückschuss beim Schießen mit allen Waffen. Ich muss ehrlich gestehen, dadurch, dass es ja ein Hackerspiel ist, würde ich ganz gerne ein bisschen aufs Hacken gehen. Hier ist natürlich schön Fokus, so ein bisschen Hangtime, sag ich mal. Nicht Hangtime, sondern Bullet-Time. Aber wie gesagt, ich würde ganz gerne ein bisschen aufs Hacken gehen, zumindest erstmal.
Weil ich nämlich glaube, dass das genau der interessanteste bzw. der Aspekt ist, der das Spiel einzigartig macht. Und deswegen wollen wir einfach mal versuchen, dass wir auch möglichst viel mit diesen Aspekten des Spiels spielen und nicht so viel mit Rumballerei, denn das kann ich ja in jedem anderen Spiel letztendlich auch. Hergestelltes Köder, ein einfaches elektronisches Gerät, mit dem Gegner abgelenkt und oder angelockt werden können, wirkt nicht tödlich. Die Splittergranate ist ein Sprengkörper, der bei der Detonation eine Schrapnellladung abgibt. Okay, alles klar. Sehr populäre App. Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt, wirklich. Okay, die App gibt es in der Zukunft anscheinend einfach so, im App Store runterzuladen, ist auch schön. Was haben wir hier noch? Fahren. Schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffnet die Türen. Das ist auch praktisch. Gibt einige praktische Dinge hier. Aber ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Hacken. Aber was wir denn konkret skillen, das werde ich euch beim nächsten Mal sagen, hier im zweiten Teil von Watch Dogs. Denn da werde ich mich jetzt einfach mal außerhalb der Aufnahme kurz ein bisschen mit auseinandersetzen, damit wir einfach nicht gemeinsam so viel Zeit damit verbringen müssen. Ich muss sagen, jetzt bis jetzt gefällt mir das Spiel recht gut. Ich finde den Aspekt des Hackens wirklich geil. Und da muss ich mal sehen, wie man das denn innerhalb des Spiels noch so schön ausnutzen kann. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass man einfach sofort im Spiel drin ist. Also ich fühle mich hier sofort gepackt von der Story und die Steuerung ist auch sehr intuitiv, möchte ich meinen. Und bin ich tatsächlich begeistert. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns hier morgen in Teil 2 von Watch Dogs.